Lass mal kurz Step by Step machen. Wir gehen rein in Adasace direkt. Ja, wir gehen rein. Abfahrt. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody. Özcan, danke dir, mein Schatz. It's gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. Tag 21, Bruder, ist das schon ein Monat her? Crazy, Alter, ja? Ey, Jungs, Alter, die Zeit verfliegt so, ne? Unser Leben, wir verschwenden unser Leben, Digga. Wir schmeißen unser Leben weg, Digga. Ich schwör's dir, Alter. Oder wie 21 Tage, ja, das... Wie 21 Tage sind vergangen, Bruder? Das ist ein Monat? Mein Leben ist einfach ein Monat kürzer geworden, Digga. Der hat doch gestern angefangen damit. Ein Monat hat 30 Tage, was war... Ja, Bruder, diese 9 Tage noch, Bruder. Das ist ein Monat, Digga. Boah, der arme Alter, ja. Tut mir voll leid, Mann. Was geht? Was geht? So, wir fahren jetzt zum MRT-Termin. Jetzt wird mein Bein untersucht. Dann wissen wir genau, was Sache ist. Haben sie noch schwarz auf weiß und können dann besser planen. Das ist jetzt der the way to go. Tag 21. Tag 21 ist. Dieser Weg wird kein leichter sein, steinig und schwer. Marienhaus, St. Elisabeth, Saarlouis. Nämlich das Saarlouis. Irgendwo bestimmt an der Grenze zu Frankreich. Warum immer St. Elisabeth Amonaröm, ja? Warum immer St. Marien? St. Elisabeth. Da, jedes zweite Krankenhaus heißt St. Elisabeth irgendwie. Wer ist das? Wie ist denn Ihr Name? Adasace. Oh, dieses Ausfüllen und so weiter. Was mache ich hier? Walla, was mache ich hier, Digga? Allah, ich war doch auf dem Weg nach Dings. Wie kann das jetzt gerade passieren? Mal gucken, dass es läuft, damit du... Bruder, das ist aber eine nachgestellte Szene, oder? Amonaröm, die sind ja sogar in Dings mitgegangen. Ich habe Angst, in solche Sachen mein Handy mitzunehmen. Die haben sogar der Vater von diesen Dings aufgenommen, ja? Disclaimer, Arda hatte am Anfang des Jahres am rechten Bein ein großflächiges Schienbeinödem. Wegen Schienbeinödem? Flashback ist kein gutes Gefühl. Was hast du auf den Kopfhörern? Nichts, einfach nur so, damit es nicht so laut ist, wenn uns hier sehr laut da drin. Es ist einfach nur ein bisschen Geräusche dämmt. Ödem bedeutet Wassereinlagerung. Das folgende Arztgespräch wurde mit einer KI-Stimme sinngemäß nachgesprochen. Das Problem liegt am Knochen- und Wadenbein. Und im Schienbein, da ist ein Bluterguss. Das ist so die Vorstufe von einem Bruch. Man sieht da auch schon so eine leichte Haarlinie drin. Das ist ein Belastungsbruch. Also der Knochen ist da deutlich angegriffen an der Stelle. Das kommt durch diese Belastung und auch, was die Kollegin vermutet hat, die sie überwiesen hat,
dass praktisch da vorne die Sehnen so einen Reizzustand haben. Das ist auch der Fall. Wie lange Sie das ruhig stellen müssen, das müssten Sie noch mal mit den orthopädischen Kollegen ausmachen. Jetzt laufen aktuell ist ungünstig, weil es ist zwar noch nicht richtig gebrochen, aber man muss sich vorstellen, das ist die Vorstufe davon. Und wenn an so einer Stelle mal ein Bruch ist, dann ist das wirklich so das Schlechteste, was sein kann. Das ist ein Ödem eigentlich. Genau, das ist ein Ödem. Meinungen reinholen, Bildern gucken. Oder was willst du noch reinholen? Ja, das Ding ist over. Dann sehen wir weiter. Ja. Gucken wir mal. Ey, ist der Riss arg und es sagt, es könnte ein Risiko sein, oder du sagst, ach, das ist nur ein kleiner Haarriss? Genau, ja. Und dann. Was macht denn dein Bein jetzt? Die Klinik, also das Befinden ist ja viel wichtiger als das Bild. Du hast bis 4 Tage, also ich hab, 5 Tage nicht gelaufen und tut es weniger weh? Also ich habe einen Bluterguss, also mein Meniskus und so ist alles super. Sie meinte, es ist ein Bluterguss an der Innenseite. Also ich glaube, das wirst du auch auf den Bildern sehen. Wir müssen ja auch realistisch denken. Also ich habe noch 2.500 Kilometer vor mir. Wenn ich da am Ende in Portugal mit hängendem Bein stehe und mein Bein ist gebrochen, weil er durchgebrochen ist, dann brauche ich auch nicht anlaufen. Aber wenn du mir. War es das nicht wert, ja. Tja, das ist nicht so ausgeprägt wie das letzte Mal, aber du hast ja jetzt bis Porto noch 1.800 oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und du musst jetzt durch Gebirge, also bergauf, bergab. Bergab ist tödlich. Ja, jeder Schritt, den du bergab machst, der staucht das Schienbein. Und da ist auch schon ein bisschen, also wenn da ein Bluterguss ist, ein Bluterguss tritt nur auf, wenn was kaputt gegangen ist. Ja. Also da ist schon was gerissen, ja, sonst gehen die kleinen Blutgefäße nicht kaputt. Und weißt du, wenn du jetzt noch 300 Kilometer hättest bis Porto oder so, würde ich sagen, Zähne zusammenbeißen, Medikamente und durch. Aber du, also die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo in Frankreich oder Spanien, dass das dann eine richtig schlimme Fraktur wird, die Wahrscheinlichkeit, die ist da. Mhm. Aber Fahrradfahren ginge, aber eben nicht, ja, du weißt schon. Ja, lass dir erstmal durch den Kopf ja, gehen. Ja, Jasmin, danke dir, mein Schatz. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Wie lange musst du was aushalten? Wie war das damals? 6 Monate, hat er gesagt. Aber lieber, da hast du ja hoch ins Regal geküsst, würde ich sagen. Also, du hast also eine Ermüdungsverletzung am Knochen. Das ist im Sportbereich etwas, was ein Riesenproblem darstellt. Da gibt es in Deutschland 4, 5 Ärzte, die da wirklich ausgewiesene Experten sind. Und also ich kenne mich da ganz gut aus. Das heißt, dass ich leider aber auch sagen kann, mit der Diagnose kannst du und darfst du nicht weiterlaufen. Weil das Problem ist, wenn du jetzt den Knochen weiter belastest, an dieser Stelle der Knochen, da wo jetzt das Knochenödem ist und dieser Haarriss ist, dass der dann wirklich auch einbrechen oder brechen könnte. So wie eine Büroklammer, die du immer an derselben Stelle biegst und biegst und biegst und irgendwann bricht diese Büroklammer, obwohl man eigentlich denkt, dass Metall ja nicht so einfach brechen kann. Ozan, danke dir. Was? Woher die Krücken? Berlin Flughafen. Was ist Berlin Flughafen? Nee, Luxemburg. Sieht genauso aus wie Berlin, Luxemburg. Ach, 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 ach. Digga, was ist das für ein Crack-Dings, Alter, ja? Was ist das denn, Digga, ja? Oder hätte ich Angst, mit diesem Flugzeug zu fliegen, Alter?
unterwegs. So, heute sind wir in Hamburg. Heute haben wir hier einen Termin bekommen, wo noch bestimmte Tests gemacht werden können. Weil wir dort, wo wir waren, also in der französischen Grenze, haben wir keine Möglichkeiten gehabt, das checken zu lassen. Deswegen sind wir jetzt heute, also gestern Abend, kurzfristig nach Hamburg geflogen, um das checken zu lassen. Und dann von hier fliegen wir dann wieder zurück an unseren Ursprungsort. Und aber wie gesagt, heute kriegen wir... Boah, der will nicht aufgeben, ne? ...dann die ganzen Auswertungen. Das heißt ja nicht mal aufgeben, er gibt ja nicht auf, das ist das Problem. Wenn er aufhört, gibt er nicht auf. Er ist verletzt, Bruder. Ein verletzter Spieler im Fußballfinale, der gibt auch nicht auf. Er ist verletzt, Bruder. Kann ja nichts dafür. Diagnose wahrscheinlich. Und dann haben wir auf jeden Fall mehr zu planen, wie man das dann weiter gestalten kann. Wie geht's dir? Ich hoffe auf gute Nachrichten. Hm. Nur noch 300 Monate zu leben, ach wer, ich schwör's dir. Aufgeregt. Schönes Wetter, ich will eigentlich nur laufen. Wir machen eine Blutabnahme, neben halt alle. Korrekt, dass der Arzt erlaubt, ihn zu filmen, ja, finde ich richtig sympathisch. Wichtigen Knochenparameter ab, weil die fehlen wirklich in der Tat bei dem Blutbild. Und das ist bei uns eine Kombination in der Phase jetzt aus einer Infusionstherapie mit zwei Stoffen, Hochdosis Vitamin C und MSM. MSM ist eine Schwefelkombination, die antientzündlich wirkt, also für die Gelenke ganz gut ist. Und Magnetfeld schon mal drauf machen, damit der Knochen einen Pusher kriegt. Mhm. Und alles, was wir sonst machen, schaffen wir nicht in einem Tag, aber das ist so der Start, der ist ganz smooth und so. Und dann müssen wir in Berlin jemanden für dich suchen oder wo du hingehst und die weitere Therapie machst, damit wir Saarbrücken, das... Bitte sagen. Oder Saarbrücken, ja. Noch besser. Dann muss ich mal gucken, wie wir da hinzunehmen. Ja. Also Flüssigkeit im Gelenk, ne? Das genau. Ist auch ein Zeichen, wo man sagt, da müssen wir auch auf den Knorpel genau gucken. Du hast Flüssigkeit nur im Gelenk, wenn der Knorpel leidet. Da ist am Hinterhorn vom Innenmeniskus hast du diese weiße Linie, siehst du die? Ja. Da sind wir ein bisschen, da werden wir nervös so ein bisschen, weil das so ein erste Überlastungszeichen oder eine Verletzung vom Meniskus sein könnte. Mhm. Das ist Bindegewebe unter der Haut. Hier siehst du schon Sehnen und Muskeln. Das ist ein kleines Gefäß. Und hier siehst du die Knochenoberfläche. Ne? Und was wir immer machen, ist, wir screenen das so. Und da siehst du auch hier so ein bisschen Flüssigkeit schon am Knochen. Das heißt, wenn ich jetzt fester drauf drücke, wirst du das da spüren. Das zeigt, dass da, wenn du da einen Schmerz jetzt hast, dann siehst du mal gucken. Ich jetzt das spürst, oder? Schon, ne? Das passt. Das heißt, dass der alte Bluterguss, der ist da reingelaufen und vom Knochen kommt. Mhm. Auch meine Wade ist komplett fest. Das merke ich. Ich merke allgemein hier in der ganzen Wadenmuskulatur ist allgemein eine Spannung, also eine Spannung drauf und es fühlt sich an wie so eine Entzündung. Also es ist irgendwie so ganz ich komischer Geschmack. Auf den Bauch. Ganz komischer. Das Ding? Das ist so Vorstufe Faser, was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Schmerz durch diesen Haares kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil... Ja, pass auf, der Haar ist... Pass auf, das ist aber typisch, das muss aufpassen. Der Schmerz des Knochens, ganz einfach zu testen, kannst du immer selbst testen. Ja. Du hast hier das Schienbein. Ja. Und damit kannst du, wenn er stark ist, schon mal rauskriegen, ob der ob im Knochen was ist. Das ist der Haares. Hätte mich jetzt gewundert, wenn du gar nichts hast. Ne? Das ist der Haares. Aber in dieser Schmerz, den du hier provozieren kannst, das ist für dich da kannst du selbst testen. Jungs, bei mir ist alles in Ordnung. Du hast halt jetzt eine frühe Stufe, wir gucken gleich mal. Und gerade wenn du so einen Fuß hast, der nicht das typische Hohlgewölbe hat, sondern eher in den Spreiz. Kennst du mich jetzt jeden Tag, man macht da, um zu gucken, ob man irgendwas gebrochen hat. Platt geht, dann läufst du ja ganz anders. Dann hast du viel stärkeren Impact auch auf die Knie, auf die Hüfte und so. Das ist die Gelenkflüssigkeit, die hast du schon so ein bisschen. Das heißt, wenn du jetzt hier mal ein Patient wirst, würde ich sagen, pass auf, einmal im Jahr kriegst du ein MRT. Wir gucken uns den dicken Knorpel an, der da drauf liegt. Ob du irgendwo Knorpelschaden hast oder dann würde ich dir bei so einer hohen Belastung auch immer ein bisschen was ins Knie geben, so als Schutz.
Wir müssen, da siehst du den weißen Streifen im Meniskus, jetzt von der Seite, eben haben wir den von hinten gesehen, jetzt ein bisschen von der Seite. Das ist nichts Dramatisches, aber das würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Vielleicht wirst du da nie ein Problem haben, aber das sind die typischen Stellen. Sonst sieht das alles super aus. Bei der Belastung, die du machst, ist das adäquat, aber da wäre ich jetzt bei jemandem, wenn das Pascal, jetzt, danke dir, mein Bruder. Wenn du Spieler wärst oder so, dann würde ich sagen, pass auf, wir müssen das für dein Knie tun. Guck mal, da siehst du es in der Mitte von oben. Wir schneiden, also wir gucken von oben drauf. Siehst du in dem Knochen und du siehst das Helle da drin, das ist das Knochenödem hier. Und hier, das ist das Knochenödem und hier umherum siehst du die Flüssigkeit. Und wenn du drumherum Flüssigkeit hast, ist das so ein Zeichen dafür, dass es irgendwo vielleicht wirklich geblutet haben kann aus dem Knochen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ding müssen wir ein bisschen respektieren. Und das ist 4 Wochen Minimum. Wir machen die Statik. Für 4 Wochen, Bruder. 4 Wochen, Digga. Das Ding ist over, leider, ja. Und in meinen Augen ist er halt kein Verlierer. Und das muss man auch ganz schnell reflektieren, dass er hiermit nicht aufgibt. Das ist ein Schicksalsschlag, Bruder. Das ist kein Aufgeben. So, weißt du, was ich meine? Er hat trotzdem so viel erreicht. Und er wird zu 100%, wenn er wieder gesund ist, es dann nochmal versuchen. So. Da kann nichts dafür. Gegen dein Schicksal kannst du nichts machen, Bruder. Und wir machen die Knochenqualität. Und dann können wir morgen in Ruhe oder übermorgen in Ruhe telefonieren und dann können wir die nächsten Schritte planen. Du verlierst jetzt keine Zeit, das ist alles gut. Das ist nicht so schlimm, wie ich erst dachte, aber schon so, dass man sagen muss, es ist ein valider Befund. Also das heißt, du hast das genauso. Ruhigstellung 4 Wochen, dann würde ich eine Kontrolle machen. Und in der Zwischenzeit plane ich für dich die Therapien und dann gucken wir, dass du die im Saarland halt machen kannst. Das sind jetzt Elektrolyte oder was wird in Flug? Also genau, ja. Okay. Meinen Sie, da finden Sie eine Vene? Das ist ein Scherz gedacht? Ja, ja. Natürlich, das, ne? Das heißt, du bist definiert, Alter. Das sind ziemlich viele Röhrchen, die ich da jetzt brauche. Das dauert einen kleinen Moment, ne? Die Frage ist jetzt, warum will er das im Saarland machen? Weil 4 Wochen ist ja... Will er dann von da wieder anfangen einfach in 4 Wochen? Dauert 20 Minuten und dann schaltet sich das automatisch aus, ne? Cyborg hat Wartungsarbeit. Zwischen neu geprüft. Cyborg, ne? Ah, das, dieses Gerät hier. Dieses Gerät macht so elektrische Frequenzen. Das hatte ich bei meiner Schulter. Eigentlich darf er da mit der Kamera gar nicht stehen. Ich musste auch alle Elektrogeräte, alle Handys und so weiter wegmachen. Das ist ja, so Strahlen, Elektrostrahlen, die den Knochen dann irgendwie heile machen oder Muskel irgendwas machen. Wechseln und so. Ja. Wie fühlt sich das jetzt an? So ein bisschen so, ein bisschen Druck. Gar nichts. Da ist gar nichts eigentlich bei diesem Gerät. Man spürt da gar nichts. Gar nicht wieder beschreiben, das Gefühl. Voll komisch, aber gerade in zwei Wochen 700 Kilometer gemacht. Jetzt liegen wir hier und in ein paar Wochen machen wir wieder weiter. Kurzer Boxenstopp. Mein Arsch landet in der Kann man das sagen? Super. Gehen wir zur Knochenvermessung, ne? Knochendichtevermessung. Wie war? Okay. Größe 1,80, stimmt? Mhm. Ja. Dann hat es ein bisschen angefangen, Fibulor zu ziehen. Ja. Dadurch habe ich wahrscheinlich eine Schonhaltung eingenommen. Und ja. Ist es jetzt sehr schmerzhaft, kurz so zu stehen? Nee, passt gut. Hattest du sonst mal Verletzungen auf der Seite? Frühere Verletzungen? Auf der linken Seite? Ja. Nee. Tja. Fantasie. Schmerzhaft? Oder er hat ja gar keinen Arsch, merke ich gerade, Lan. So blockiert so ein bisschen. Tja.
Bei mir wird man nur Arsch sehen, Alter, wenn ich so in Unterhose da stehen würde. Mein Kniegelenk, also ist so, ja, ist so steif einfach. Dass du hier so den Kontakt zum Boden, okay, das ist halt hier ist, auch wenn man es durchlaufen lässt, das hast du eigentlich auf beiden Seiten. Ist das auch wegen meinem Plattfuß? Ja. Ja. Aber was eigentlich ganz gut aussieht, ist, dass es knickt jetzt nicht weg, sobald du aufstellst, also sobald der Fuß aufsetzt, ne? Ist auch vom Laufbild her ein bisschen obeinig und so, aber alles nicht extrem auffällig, wo ich jetzt, wir haben natürlich nicht den schnellen Impact. Ne? So Leute, wir sind jetzt hier im Hotel wieder. Ich habe auf jeden Fall geduscht, weil ich habe gefühlt so viel geschwitzt heute. Ich die ganze Zeit mit den Krücken rumlaufen. Ja, gut, dass das hier in Hamburg geklappt hat, die Untersuchung. Weil in der französischen Grenze, wo wir jetzt morgen früh wieder hinfahren, haben wir die ganze Zeit keine Termine bekommen für halt die Untersuchung, die ihr heute gesehen habt. Genau, morgen früh geht es dann wieder zum Ort, wo wir aufgehört haben. Ich weiß zwar nicht, ob jetzt irgendwelche Untersuchungen noch irgendwie antreffen. Der Arzt wird sich eh bei uns melden. Vielleicht muss man dann vielleicht nochmal kurz einmal nach Hamburg kommen oder sowas. Oder woanders hinfahren. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen jetzt sehen noch. Sonntag kommt noch ein Video. Wo wir dann hoffentlich die Ergebnisse haben. Genau, wo wir dann konkret die Ergebnisse haben, wo ich dann euch dann wirklich auch sagen kann, wie jetzt was, wie genau weitergeht. Weil wir das euch ja natürlich auch alles zeigen wollen. Und ja, was soll ich jetzt sagen, ja? Ich gehe jetzt pennen. Wie ist denn so dein Gefühl jetzt erstmal so mit den Ergebnissen, was jetzt so rauskam? So? Was soll ich jetzt sagen, man muss es irgendwie hinnehmen. Natürlich hat man sich es anders vorgestellt alles, ein bisschen. Mhm. Aber ja, Cyborgs geben nicht auf, Cyborgs finden Wege. Und wie gesagt, wir machen das Beste draus. Es ist, wie es ist. Und ja, wir warten jetzt auf die Ergebnisse. Und ja, mehr können wir jetzt eigentlich auch nicht machen. Also wir haben jetzt eigentlich alles gemacht, was wir hätten machen können. In der ersten Instanz. Und in der zweiten Runde werden wir dann sehen. Ich glaube, wir werden jetzt irgendwas essen noch. Irgendwas bestellen hier oder gibt es bestimmt irgendwas hier in der Nähe, ne? Ja, sonst Room Service und dann einfach, dass du pennst, Bein hoch. Ja, ja. Gut pennen und dann müssen wir noch Rückdings und so alles noch organisieren, wa? Ja. Aber kriegen wir alles hin. Super Sinis. Bis Sonntag. Okay. Ja, crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass er 4 Wochen jetzt in Saarland sich ausruht. Weil 4 Wochen ist 1 Monat, ne? Der muss einfach 1 Monat da bleiben. Ich dachte jetzt, okay, der geht nach Berlin. Und fängt dann wieder von vorne an, wenn er gesund ist. Ja, gute Besserung auf jeden Fall. Ich wünsche ihm gute Besserung. Ich hoffe, die Reaction hat euch gefallen. Wenn euch die Reaction gefallen hat, dann abonniert einfach Mert Abi Live-Kanal. Das ist der Kanal, den du gerade guckst. Denn die Statistiken sagen, dass über 73,2% meine Videos gucken, aber mich nicht abonnieren. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe das nur erfunden, weil jeder zweite YouTuber das sagt. Mich juckt es gar nicht, ob ihr mich abonniert, ihr gerade. Guckt einfach meine Videos, weil durch Abos kriege ich eh kein Geld. Ich kriege nur Geld durch Klicks. Deshalb guckt einfach meine Videos, abonniert mich nicht. Salam alaikum.